Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Ich habe leider die letzten Tage es nicht geschafft, ordentlich aufnehmen zu können. Deswegen werden wir heute einfach mal ein bisschen länger machen. Es war einfach. Nee, es war einfach ätzend. Am Mittwoch. Ich hatte meine Jacke bei der Arbeit vergessen. Und da war mein Schlüssel drin. Dann war der Tag gelaufen und da konnte ich auch nicht mehr aufnehmen, weil es schon zu spät war, als ich nach Hause kam. Ah ja. Und so war das halt. Aber jetzt machen wir für heute am Freitag eine etwas längere Folge. Um das Ganze wieder ein bisschen, ja, in Ordnung zu bringen. Wir müssen eines Tages da höchstwahrscheinlich wieder runter, weil wir ja einen Schlüssel brauchen, um die Magier zu befreien. Und wir öffnen jetzt aber erstmal diese Tür. Riesentürschlüssel benutzt. Oh, bin ich jetzt hier raus? Da ist doch wieder jemand um die Ecke. War ja klar. Na, Digga? Ich habe das Gefühl, dass ich weniger Damage mache. Mal gucken. Nee, ist genauso wie vorher auch. Naja. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt wieder vernünftige Kopfhörer habe und es sehr seltsam ist, aufzunehmen damit. Huch. Ausgewichen. Ah, voll die Matrix. Da kannst du nichts gegen machen. Aber ich kenne das Gefühl, Bro. Ich kenne das Gefühl. Das macht ihr auch oft genug. Huch. Oh. Geil. Direkt mein Estus verloren. Ich hoffe, dass ich vor dem Bosskampf noch irgendwie an ein Lagerfeuer komme. Das wäre echt geil. So. Okay, wir laufen hin und schlagen ihn. Dann ist er tot. Links ist hier noch irgendwo ein Magier. Achso. Achso. Das war sein Mantel. Wir haben hier irgendeine Konstruktion. Okay, da geht's wieder runter. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Okay, hier ist schon mal nichts. Da ist noch ein Weg entlang. Hier ist noch eine Treppe runter. Oh, hier gibt es wieder so viel zu erkunden. Na, gucken wir mal. Oh, nein, 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 ich wollte. Oh, okay. Ist okay, ich gehe. Ich geh lieber hier beim Fall im Bogentypen lang. Und hier ist bestimmt einer um die Ecke. Ja, das war ja so klar. Ja, kein Backstep. Aber egal, ich habe auch keinen Schaden bekommen, ne? Nein. Okay, sehr schön. Wir kommen gut voran. Hallo. So. Der ist auch weg. Da ist kein Fall im Bogenschütze. Hier ist auch nichts in der Ecke. Nicht mal eine Truhe kriegt man hier geschenkt. Oh, Junge, Junge, Junge. So, was haben wir denn hier? Ach! Guck mal, in der Mitte ist also ein Hebel. Okay, du kriegst jetzt aufs Maul. Wo schießt du hin? Da stehe ich ja nicht mehr ansatzweise. Hier bin ich nicht mehr ansatzweise. Ist das der Anfang? Da unten? Ah. Ja, guckt mal einer an. Okay, das ist der Anfang. Wir hätten hier doch irgendwo einen Fahrstuhl gesehen. Aber wir sind in den Fahrstuhl gegangen. Stimmt, da ging es hoch. Aber da kommen wir nicht mehr hin, weil der Fahrstuhl nicht da ist. So ein Scheiß. Ah, Ripperfahrung. Na, guck mal, da steht noch einer. Hi. Wir laufen jetzt mal hier lang, dann gehen wir später nochmal rüber. Was ist das für eine Schwärze? Das ist das schwärzeste Schwarz, was ich jemals gesehen habe. Ah, nein, das ist der affige Magier. Ah, oh, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich kann da runterspringen, ne? Auf die Brücke rauf. Bestimmt. Ja, danke dafür. Voll in den Rücken geschossen, geil. Halt, was waren wir hier schon? Ne, wir haben die Brücke gedreht, das heißt, hier waren wir noch nicht. Das heißt, hier können wir uns auch nochmal umsehen. Aber keine Truhe auf der Seite. Vielleicht eine unsichtbare Wand da? Oder sich da eine Truhe?
Ja, und sogar eine echte. Funkeldetonit. Nice. Unsichtbare Mauer? Nein. Oh, wie das alles halt. Also dafür, dass das so ein altes Spiel ist, muss ich sagen, ey. Respekt dafür. Weißt du, bist in so einer riesigen Halle und es halt einfach. Hallo, ich hab dich nicht vergessen. Wollte mich erstmal schubsen. Was ist denn los, Kleiner? So, da haben wir noch einen Bogenschützen. Viel einfach weiterschießt. Ihn kümmert's nicht. Okay, hier haben wir keine Truhe. Ich glaube, ich bin umsonst hier hochgegangen. Ich bin umsonst hochgegangen. Geil. Ich werde die Folge einfach so lange machen, bis der Frustrationslevel von mir so hoch ist, dass ich keinen Bock mehr habe. Was schnell passieren kann, sobald ich sterbe. Aber schauen wir mal, ne? So halbe Stunde bis Stunde, würde ich sagen. Gut. Dann wollen wir den Bogenschützen erledigen, springen runter, um den Magier zu töten. Und dann gibt es ja da noch eine Treppe nach unten, ne? Aha. So, das zu dir, der Magier. So. Hier springen wir runter. Oh. Nicht, nein, tu es nicht. Oh. Oh, du lebst ja noch. Ernsthaft? Was? Wo ist er hin? Hat er sich teleportiert oder ist er einfach abgehauen? Nee! Hast du jetzt nicht gemacht. Du kleine Potzau, du. Nee, so wird das nichts. Muss warten, bis er schießt. Der war ja immerhin fast tot, ne? Ich sehe gar nichts durch meine Mütze. Ich will auf jeden Fall keinen Bogenschütze. Nicht so. Nicht mit der Haube, die ich habe. Ich sehe gar nichts. Absolut nichts. Gut, der Magier war also nur ein Troll. Das heißt, hier müssen wir gar nicht hin. Ne, wir sind ja jetzt auf der Brücke. Wir hätten da gar nicht runter. Okay. Wir hätten da gar nicht runterspringen müssen. Wir waren schon hier. Eine echte Truhe. Zauberei, Zauberschild, stark. Ja gut, brauche ich nicht. Ich bin leider kein Magier. Auch wenn ich es vielleicht mal spielen möchte. Wäre mal interessant. In diesem schweren Spiel Magier zu spielen. So, offensichtlich waren wir schon mal hier. Wir können aber den Kram drehen. Da können wir da nämlich hin, ne? Drehen wir mal den Kram. Wir können ja später immer noch runter. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da, wo wir runtergesprungen sind. Hätte man also auch leichter hingehen können. Ist hier noch irgendwo eine Truhe am Rande? Da nicht? Ich habe einen Schuss gehört. Es war eine Panikrolle. Och Gott. Oh nein, das ist nicht cool. Okay. Wie machen wir das jetzt mit dem Giftzwerg? Offensichtlich ist da eine Schlucht. Was ist das geil, ey. Oh, er trifft mich nicht. Ich ihn aber, glaube ich, auch nicht. Hoch! Nein. Verdammt. Ich hoffe, dass da unten Bonfire ist. Den noch mal zu bezwingen. Hör auf dich zu bewegen. Wäre ja mal richtig kacke.
Da kommst du nicht mal rüber hin zu ihm. Was ist das für ein Verarsche? Ich sehe eine Leiche. Ich sehe einen Hebel. Ich sehe aber keinen Bonfire. Gut, das war offensichtlich. Aha! Ich wusste es. Ich werde ihn jetzt, glaube ich, nur aktivieren, oder? Oder sollte ich mich hinsetzen? Ach komm. Gibt sowieso nicht viel zu töten auf dem Weg dahin. Ah, so. Könnt ich vielleicht ein Level up? Wär das möglich? Fast. Okay. Das sieht aus wie das Waldgebiet. Ist er wirklich im Waldgebiet? Was ist denn das? Riesenkristall. Okay, da wird der Bossgegner sein. Der hat mich nämlich auch mit Kristall angegriffen. Ah. Die Treppe führt hier runter. Das heißt, wir hätten direkt zum Bonfire gehen können, ne? Ja. Gut, das war klar. Das Spiel trollt mich mal wieder. Falschen Weg gelaufen. Wo soll ich denn hingehen? Ich weiß es einfach nicht. Eine Truhe, eine echte Truhe. Blauer Brocken. Und sonst nichts? Na gut, dann nicht. Wir haben auch keinen Schlüssel bekommen, ne? Okay, die Magiersachen. Das sieht mir aus wie eine Treppe. Steht so ein bisschen hervor. Kristallglut. Das Ding ist auffällig. Gibt es vielleicht noch einen Hebel oder so? Wie habe ich dich denn übersehen? Na komm, mein Großer, komm. Ist ein bisschen eng hier, ich weiß. Lässt sich aber nicht ändern. Ah, das sind die 3000. Cool. Symbol der Gier, verzauberter Fall, okay. Okay, wir laufen jetzt so rum. Ich verliere Leben. Okay, wir laufen nicht so rum. Ich ziehe erstmal einen anderen Helm an. Ich ziehe wieder meinen an. So sehe ich wieder normal aus. So, und verliere auch kein Leben. Weißt du, wieso habe ich Leben verloren? Was soll das? Weißt du, so ein cooler Helm und du kannst ihn nicht anziehen. Ja gut, Verteidigungswerte sind doch für den Arsch. So, eine Schatzkiste edelnder Monsterkopf. Dieser einstmalige Gott gilt als Schandsymbol eines vergessenen Clans, der verbannt wurde, da er der Sünde der Habgier schuldig war. Verbessert leicht die Seelenaufnahmen und das Auffinden von Objekten. Man muss jedoch den Fluch in Kauf nehmen, dass man Leben verliert. So, was wollte ich jetzt machen? Ah, ich wollte meine Seelen ausgeben, ne? Ich meine, wir haben jetzt hier auf dem Weg keine Gegner, das ist eigentlich recht praktisch. Kann ich mal kurz hier rüberlaufen, mich auch heilen. Und aufsteigen. Und zwar gehen wir auf. Wie mir fehlen 4. Oh, mir fehlen einfach mal 400. Hey, Kumpel. Mir fehlen 400. Gut. Dann laufen wir weiter und sterben jetzt. Ich sehe es doch kommen. Mir werden keine Level mehr gegönnt sein in diesem Spiel, glaube ich. Ich habe zu viel gelevelt. Das Spiel mag sowas nicht.
Surprise Attacko. Du bist genauso blöd wie ich. So. So. Schon ist der weg. Hier sind die ganzen Zahnräder, ne? Und ein sehr auffälliges Buch. Warum bist du so auffällig? Huch! Ein Trüchen. Prismastein. Ich habe keinen Schlüssel bekommen, ne? Gut, sorry Magier, aber ich muss jetzt einen Bossfight machen. Naja, oder auch nicht. So. Hier stampft irgendwas rum. Surprise Attack, ja? Mr. Golem. Hättest du nicht tot sein müssen? Wieso habe ich den nicht getroffen? Ho, 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 ho! Dude! Das macht man aber nicht, einen so zu erschrecken. Wie, du lebst noch? Ist das möglich? Gut, dann töten wir ein paar Kristallmonster, kriegen dadurch ziemlich viele Seelen und werden sie dann verlieren, weil wir sterben. Das ist der Plan. Merkt ihn euch. Genauso wird's ablaufen. Huch! Nicht nochmal zuschlagen, Zero, und bitte nicht noch einmal. Hä, wieso ist der eine mit zwei Schlägen gestorben? Und du tust das nicht. Was soll denn das? Gut, hier ist nichts. Da sind direkt drei Stück auf einmal, aber da ist auch nichts, ne? Oh, hi. Oder vielleicht lässt einer von denen richtig guten Loot droppen. Vielleicht pulle ich mir sie doch nochmal her. Hey, die Attacke konnte auch der Boss. Der eine sieht nämlich extrem groß aus, oder sind das mehrere? Ich weiß es nicht. Blauer Brocken. Okay, ich will's wissen. Ich will wissen, ob ich da was bekomme, wenn ich die drei hier weghaue. Okay, es sind auf jeden Fall zwei und nicht ein großer. Bitte nur einer. Dankeschön. Oh, okay, dieser eine Pfeil hat's einfach nicht gebracht. Da wisst ihr, was ich eigentlich machen kann? Ich meine, bei dem brauche ich eh kein Schild. Mhm. Weil dann könnte er es hinhauen mit zwei Schlägen. Ja, definitiv. Finde ich ein bisschen angenehmer, als für 10 HP nochmal zuzuschlagen. Ja, nee, hier ist eigentlich nichts. Wir sind einfach nur zu dritt, weil unfair. Oh, der ist ja fast tot. 640 Schaden? Wieso habe ich an dem so viel Schaden gemacht? Ach, egal. Es gibt Dinge, die muss man nicht wissen. So, da ist noch so ein Dude. Guck mal, jemand kleiner. Ich will aber nicht springen. Ich sagte nicht springen. Jetzt brauche ich trotzdem nur wieder 400. Hm. Naja. Easy zu killen, die Jungs. Easy zu killen. So. Ach, sieh mal einen an. Kristallhelm. Oh, Kristallsachen. Die fand ich eigentlich auch ganz nice. Sind sogar vom Gewicht her billiger. Guck dir das an. Dann zieh ich die doch an. Nice. Und jetzt bin ich der Kristallritter. So. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Oder hinten in der Ecke lauert noch einer? Kann ich rollen? Stimmt, muss ich ja, logisch. Weil weniger Gewicht. Du bist aber auch alleine, ne? Weg mit dir.
Wieder 12, aber ich will mich nicht mit zweien gleichzeitig anlegen. Ich sehe aus wie so ein Superheld. Habe ich beide getroffen? Wie habe ich es denn geschafft, beide zu treffen? Oh, das ist ein netter Move. So, einer schon mal weg. So ein Leuchtfeuer wäre hier noch ganz geil. Ich frage mich, ob das dieser Typ, gegen den wir gestorben sind, gleich der Boss ist oder jemand anderes, was natürlich auch nicht schlecht wäre, aber jetzt wüsste ich dann wenigstens, brauchst Menschlichkeit. Wofür? Das könnte er auch noch schreiben. Weil dann kenne ich nämlich seine Moves bereits. Ansatzweise hier. Geil. Hier ist zu wenig Platz, um zu kämpfen, Mann. Ich hatte ihn anscheinend doch getroffen. Okay. Ich werde hier runterfallen, Leute. Ich sehe es doch kommen. Es glitzert hier. Oh Gott. Da ist der Boss. Bist du jetzt ein normaler Gegner? Tolle Aussicht. Fragezeichen. Wieso glitzert das da? Ich will ehrlich gesagt nicht zu nah rangehen, wenn die nämlich genauso stark sind wie der Boss, bin ich am Arsch. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Ah, die Glitzerdinger, die weisen auf einen Weg hin. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Unsichtbare Wege, das wird klasse. Ich freue mich. Rein theoretisch müsste ich jetzt hier laufen können, ne? Ja. Und bekomme dafür Menschlichkeit. Ja, da habe ich jetzt Menschlichkeit. Ja. Und dafür verliere ich Leben? Ach komm. Ich habe doch nur vier Estus-Flakons. Hier. Ja. Ja. Ihr habt es erkannt. Bist du golden? Geil. Geil. Ah, spring wenigstens runter. So, da wären wir wieder. Ich muss nur mal kurz nach hinten gucken, ob ich verfolgt werde. Nein, ich hatte nämlich Kristallungeheuer hinter mir. Ich bin einfach durchgerusht. Okay. Ich muss den anscheinend nicht besiegen. Ich wette, es gibt dafür was, aber ich muss es nicht. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß da hinten. Ich laufe zurück. Wenn du herkommen willst, kannst du das gerne machen. Aber ich werde einen Scheiß tun und dagegen dich kämpfen. Und ich nehme sogar mein Schild in die Hand. Ist nämlich ein bisschen mächtiger. Och, kommst du doch nicht durch? Okay, er kommt durch. Er verliert ja kaum Leben. Geil. Oh Gott, hätte keine Ausdauer mehr. Stirb halt einfach. Meine Güte.
Ich hoffe, ich bekomme jetzt irgendwas Krasses dafür, dass ich da jetzt hinlaufe. Oh Gott, hier fällt man ja fast runter. Okay, ist das eine Abkürzung? Mit dir lege ich mich nicht an. Muss ich hier runterspringen? Da ist einfach noch einer. Warum müssen die Wege unsichtbar sein? Na gut, wir werden nie erfahren, wo der andere Weg hinführt. Viel Erfolg. Oh, Boss. Es wird Zeit für einen Boss. Dim, 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 dim. Achtung vor die Flüche. Die Flüche. Verfluchen die einen? Okay, der ist ziemlich heiß auf mich. Ziemliches langsames Moveset. Das gefällt mir doch schon mal. Und du beschützt irgendwas? Ich kann ihn nicht anvisieren. So eine Schweinerei. Oh. Okay, zwei Schläge. Perfekt. Ja gut, dann muss ich euch jetzt auseinanderziehen, ne? Du kannst doch alleine gegen mich kämpfen. Wieso locke ich jetzt den hinteren an? Scheiße. Ja, ich lock sie einfach alle an. Geil. Fuck, 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 fuck. Bin da mal weg. Ach gut, die kommen hier nicht durch. Oder schwer. Schlägt einfach zu. Ist nicht dein Ernst, Mann. Junge. Miese Nummer. Okay, einer schläft da. Was war hier irgendwas in der Ecke eigentlich? Oh, dieses Fluchding, jetzt kriegst du, was da hinten ist, ne? Das ist nicht gut. Irgendwas stimmt da nicht. Rüstung. Fluchresistenz. Ich brauche Sachen mit Fluchresistenz, ne? Drei. Drei. Ja. Drei, okay. Drei ist das Höchste, was ich kriegen kann. Hier haben wir. Ja, gut, das ist jetzt keine Eismagie, ne? Das ist. Oder ist das Eismagie? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall auf Verteidigung, glaube ich, auch noch achten. Wo sehe ich denn da die Verteidigung bei dem Ding? Hier auf jeden Fall nicht. 7. Das sind nur die beiden, die ich habe, ne? Ah, oh, der Rest ist in meiner Truhe. Stimmt, da war ja was. Oh Gott. Na gut, sehe ich wenigstens den coolen an. Ah, oh, Kacke. Ich hätte die Rüstung nicht reinlegen sollen. Laufen wir als Dame. Handschuh einer Maid. Oh Gott. Das war doch Fluchresistenz, oder? Oder haben wir noch was Besseres? 8? Ja, 10 hier.
Ja. Wir sehen ziemlich schick aus. Schwächekristall. Okay. Kristallwaffe oder? Okay, ich weiß auf jeden Fall jetzt, was mit Kristall gemeint ist. Ich denke, der Typ ist ziemlich sauer, dass wir hier sind, weil wir den Kristall angeguckt haben. Okay. Das war's? Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Okay, Fluch. Kann ich hinter dich gehen? Das wird wehtun. Ach du Scheiße. Au, wow, 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 wow. WTF? So, jetzt muss ich nur noch an diesen komischen Viechern vorbei und dann ist alles gut. Oh, hier ist ja nichts mehr. Oh doch, 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 die sind noch da. Aber wir laufen einfach an denen vorbei. Wir können ja offensichtlich eh nichts. So. Ich kann auch meine Seelen gar nicht sehen. Ist der Kristall jetzt ka schon kaputt? Nein. Und ich weiß nicht, wo hier meine Seelen liegen. Geil. Ja, RIP, Seelen. Kriegen wir nie wieder. Ich weiß nicht, wie ich den bekämpfen soll. Ich kann hinlaufen, ihn einmal schlagen und dann wieder abhauen, ja. Das wäre die sicherste Methode. Dann laufen wir wieder hin, schlagen zu und laufen wir weg. Und ich laufe natürlich mitten rein, ey. Aber es hat kaum Schaden gemacht, weil es mich nicht getroffen hat eigentlich. Wuhu! Da steuert er mich einfach rein, die Sau. Was auch immer du jetzt machst, ich geh weg. Oh, er ist fast tot. Ich nutze die Gelegenheit. Oh, Scheiße. Ah! Oh. Hahaha, ich krieg meine Seelen, ich krieg meine Seelen. Wüstenseelenscherben-Ding, ja, nice. Wo sind jetzt meine Seelen? Ja. Menschlichkeit. Ah. So schön. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt keine Seelen dafür bekommen, dass ich ihn besiegt habe? So, Leuchtfeuer wurde entzündet und wir steigen damit auf. Und wir gehen auf jeden Fall auf 40 Leben. Ja, komm. Ja, wo jetzt ist es denn? Den nächsten Ort, den wir kennen, der ist unten.
Bodenlotus gekisst dich. Oh, Schluck auf. Ich muss erstmal alles hier wieder mitnehmen. Wie ihr seht, für gewisse Sachen braucht man halt gewisse Klamotten. Und es wäre ein bisschen blöd, wenn wir diese gewissen Klamotten dann nicht dabei haben. So wie jetzt gerade. Aber ich muss sagen, das mit dem Fluch war jetzt nicht so krass. Vielleicht lag das auch daran, dass ich so viel Fluchresistenz hatte, ne? Kann das sein? Kann es sein, dass diese Fluchresistenz, die ich hatte, das Ganze nicht so schlimm gemacht hat? Dann war ja die damenhafte Bekleidung genau das Richtige. Ich meine, wer will denn schon eine holde Dame verfluchen, die auch noch so schön ist wie ich? So, zack. Okay, damit haben wir alles mitgenommen und nun teleportieren wir uns. Und zwar... Tochter des Chaos, ne? Oder die Tiefen? Die Tiefen hört sich nach Hölle an. Und Tiefen. Nein, das hier sind wir falsch. Ja, komm. Tochter des Chaos, das war doch diese Spinntruller, ne? Genau. So. Da ist sie. Guckt euch an, die wunderschöne Spinne mit den ekligen Beinen. Und wir gehen jetzt gen Hölle. War das hier entlang? Sieht nämlich so rötlich aus. Ich sollte erstmal meine Klamotten wechseln. Jetzt haben wir nämlich richtig viel Auswahl wieder. Kristall? Ja. Ich finde die Kristallsachen nicht. Kristall. Kristall. So. Denke, nun ist die Zeit reif, auf jeden Fall hier unten rumzulaufen. Das Leuchtfeuer hatte ich aber gemacht, ne? Ja. Okay, seid ihr nett? Böse? Irgendwas dazwischen? Da ist wohl irgendein Boss. Sehe ich von hier aus schon. In diesen riesen Kakerlaken-Dingern, die rausragen. Ja, wollen wir doch zuerst mal hin, ne? Heute ist richtige Boss-Schnetzelparade. Oh. Die scheint doch jetzt böse zu sein. Hihihi. Okay. Die töten wir jetzt nicht nochmal. Das ist mir jetzt zu doof. Und wenn da hinten wirklich ein Boss ist, dann habe ich ein kleines Problem. Okay, diese ekligen Viecher, die werden wir nicht töten. Das ist mir ein wenig zu blöd. Ich meine, die sind sowieso scheiße langsam. Daher interessiert es mich nicht. Ach, wieso sind das nur die zwei, die böse sind? Muss man das verstehen? Oh, ich sehe schon, das wird hier aber, glaube ich, ein bisschen länger dauern als gerade eben in der Burg. Die Burg ging ja eigentlich recht fix, ne? Wir wurden halt verhaftet, gut. Und dann waren wir eigentlich schon da. Bossi, Boss, Boss. Hier komm ich. Siehst du schon, weil da so eine olle Wand war. Ist aber ein langer Weg zu dir hin. Wieso stehen die alle in Lava? Ach, wir müssen zu dem Boss. Ah, der löst wahrscheinlich die Lava aus. Ah, okay, gut, dann haben wir ja alles richtig gemacht.
Ich sieh mal eine an. Oh, der sieht aber ziemlich blöd aus. So gequält. Hallo, Bossi, Boss, Boss. Soll ich mit dir reden? Wollen wir verhandeln? Du machst die Lava weg, ich lass dich in Ruhe. Hä? Kämpf mit mir. Oh Gott, es hat funktioniert. Was zum... Okay, ich sehe schon. So läuft der Bossfight also ab. Ich laufe ein Stück weiter nach hinten und heile mich kurz, ja? Okay. Ich sehe schon, blöde Idee. Meine Essos-Flakons wirken nicht wirklich gut, weil ich so viel Leben habe. Kommt er jetzt hergelaufen? Tatsache. Okay, im Prinzip ist der eigentlich gar nicht so schwer. Man muss halt ausweichen. Hahaha, ich hab dich verarscht. Jetzt gehe ich auf deinen Platz und bin ich. Dann bin ich der König. Der König der Lava. Wo? Okay. Was haben wir denn hier? Loot. Nice. Schwarzsachen. So, okay. Lass uns kämpfen, komm. Jetzt stehst du wieder richtig. Und wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Los, mach das Licht an. Das war anders gemeint, aber gut. Ey, diese... Scheiße, ey. Nein, ich konnte nur einmal angreifen. Ich weich doch aus! WTF. So, das war doch erfolgreich ausgewichen. Was machst du jetzt? Hast du auf deinem Rücken eklige Haare, die mich jetzt angreifen, oder? Ich hasse diesen Typen. Oh, komm, diesen Einangriff hättest du mir gönnen können. Wo ist dein Feuer geblieben? Wo ist dein Kampfgeist? Tot wahrscheinlich. Machst du jetzt Lava weg? Ha! Ich wusste es. Menschlichkeit und Heimkehrknochen. Kann ich hier nicht einfach runterspringen und mich dann Keks freuen? Weiß nicht, wie tief das ist. Na gut, gucken wir mal unsere neue Rüstung an, die wir bekommen haben. Schwarze Goldsaumkapuze. Gewicht 1,4, gut gegen Gift, gut gegen Blut. Sehr gut gegen Feuer. Gut, die hätten wir auch direkt anziehen können. Dann hätten wir nicht so Probleme gehabt. Und damit würde ich sagen, reisen wir auf jeden Fall höher. Wenn ich jetzt runtergefallen wäre mit dem Move, ne? Das wäre so funny gewesen. Oh nein. Was seid ihr denn für Riesenviecher? Ach Gott. Was wollte ich? Ich wollte Timekick-Knochen benutzen, ne? Gut, aber ich würde sagen...
Wir haben jetzt hier zwei Bosse erledigt und das ist schon einiges. Wir sehen uns am Montag wieder zu einer neuen Folge und dann gehen wir hier runter. Ich mache das jetzt mit Absicht, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor habe, hier runter zu gehen. Und ich denke, dass ich für diesen Abschnitt auf jeden Fall ein bisschen Zeit brauche, weil ich da öfter sterben werde zum Rendern. Haut rein, euer Zero. Tschüss.